Ja, Terek, schau du dich da mal in der Schmiede um. Ich denke, was ist für dich am besten? Und hier ist nichts. Was sagt unser Tagebuch? In der Nähe einer alten zwergischen Schmiede haben wir einen Geist namens Norlinor getroffen. Und dieser berichtet von einem gewissen Terek, einem Leichnam, der versucht hat, eine Horde Untote aus der negativen Energieebene nach Dauntief zu schleusen. Ja. Norlinor sagte, um Tiridan zu vernichten, müssten wir das Gefäß mit seiner Seele, haben wir, aus der Heldenhalle holen und es zum Grab Yamos bringen, das ebenfalls in der Halle der Helden liege. Oh, ich hätte schwören können, wir sollten das in den Strudel werfen. Ha, also Halle der Helden, hm? Warte, Heldenhalle? Halle der Helden. Das ist beides dasselbe, ne? Okay. Ja, dann brauchen wir hier in der Schmiede nichts. Dann gehen wir wieder zurück. Müssen. Warte. Müssen da lang. Und runter. Ja, wieder an der Maschine vorbei. Geheimtür. Halle der Helden ist denn. Die Halle mit den ganzen toten Helden, richtig? Das heißt, wir müssen nur anhand der Statue dann rausfinden, welches Grab welches ist. Und in das richtige Grab das Amulett legen. Ja, gut. Dann öffnet sich die Tür und dann müssen wir weiterschauen. Oder ist das jetzt da die Halle der Helden? Wir machen da wieder so einen Umweg. Die Heiligen, hm? Kleriker und Paladin. Wenn ich hier. Warte. Steht auch nicht bei, wo wir sind. Das hier könnte nämlich auch die Halle der Helden sein. Und hier sind ziemlich viele von den Dingern. Könnte auch beides zusammen die Halle der Helden sein. Also einfach das Gebiet, wo alle Toten liegen, ist die Halle der Helden. Ich höre schon wieder Leichnam. Also, die Stadt stellt einen Zwergenkrieger dar. Die Tafel da unten muss wohl jemand mutwillig zerstört haben. In Erinnerung an Yamos. Oh. Schreck mich doch nicht so. Ja, auf da. Oh, nee. Einmal unterbrech. Mist, du kannst gar nicht mehr unterbrechen. Er rückt den Hals zu. Er macht schon nichts Schlimmes. Achso, das geht an. Das kann ich aber wegmachen. Husch. Ich habe schon wieder keine Pfeile. Dann halt dran. Hau das Ding weg. Piekst lieber den. Wow, genau. Den der versucht zu zaubern und sich selber in die Luft sprengt. Eine Gruppenheilung. So. Das natürlich. Hier ist Yamos. Wer hat das Amulett? Terekans Amulett. Das heißt, wir legen das jetzt da rein. Also da rein oder da drauf. Ich bin mir nicht ganz sicher. Welche Richtung jetzt die Statue? Wobei ich denke, die Statue zeigt dahin, die zeigt dahin. Oder ist es genau andersrum? Das heißt, die bewacht das. Ich hätte eigentlich mit anderen Reaktionen gerechnet. Also probieren wir es da hinten. Ja,
Tirikans Amulett wird euch plötzlich entrissen und löst sich in Luft auf. Ein fürchterliches Heulen erfüllt die Luft für eine kleine Ewigkeit. Das klingt gut. Also nicht wirklich, aber ist das, was wir machen sollten? Immer noch verschlossen. Nächster Schritt wäre jetzt der Geist, vermutlich. Und da wir eh bald rasten müssen. Du hast. Hier taucht jetzt nichts Neues auf, ne? Nee. Trick ist immer noch schneller mit seinen Schuhen. Moment, warum ist es nur eine Karte? Wo ist der Geist? Ah, da. Und alles ist wieder am Laufen. Sehr schön. Wie ein Herdfeuer das Zimmer erwärmt, so erwärmt sich mein Herz bei dem Gedanken, dass meine Brüder wieder in Frieden ruhen können. Wir haben euch viel zu verdanken, Reisner. Das warme Herz könnte auch an der Lava da liegen. Es freut mich, dass ich helfen konnte. Wenn ihr euch die Schmiede einmal ansieht, werdet ihr die Umrisse eines Behälters erkennen. Darin liegt der Schlüssel zu einer Tür in der Heldenhalle, die zum Würmzahngletscher führt. Ich bin mir sicher, dass die Antworten, die ihr sucht, klarer werden, sobald ihr den Gletscher erreicht habt. Nochmals vielen Dank, mein Freund. Möge Moradin euch wohlgesonnen sein. Ja, und das genau war die Schmiede, der Behälter in der Schmiede mit dem Schlüssel. Davon hatten wir auch gelesen in dem einen Tagebuch. Und deswegen war ich da ja auch hochgegangen. Allerdings musste zuerst die Schmiede wieder aktiviert werden. Das haben wir jetzt getan. Also schnappen wir uns das Ding, gehen jetzt dann wieder hoch in die Schmiede, holen den Schlüssel, müssen dann wieder runter. Und dann geht's zum Würmzahn. Hier ist ein Behälter. Schwimmen können aber gerade so ein Drehsymbol. Das hier drüben ist kein Teil der Schmiede mehr, ne? Nee. Und die Schmiede von Oberdonner wiederhergestellt. Neulich dankte uns und ließ uns wissen, dass sich der Schlüssel, den wir benötigen, um zum Würmzahngletscher zu gelangen, in einem Gefäß in der Schmiede liegt. Ist kein Gefäß. Hier sind überall nur Hämmer an der Wand. Ganz schön viele Hämmer. Aber kein Gefäß. Wer ist hier? Lass mich einen Platz zum Lagern finden. Oh, jetzt geht das Gejammer wieder los. Stopp, 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 stopp. Bevor jetzt Tirik losläuft und... Wenn ich noch einen Schritt machen muss, fallen mir die Füße ab. Weg, 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 weg. Ich muss mal wieder eine Nacht durchschlafen. Oh. Genau, mach ihr da mal Platz. Selbst ich brauche ab und zu mal eine Pause. Und du versuchst nur so einen Stromschlag, um den da loszuwerden. Gut. Die Dämonen des Schlafes jagen mich. Ich brauche eine Pause. Du allererste Handlung. Steinherz. Und Tirik schaut sich jetzt in der Schmiede nach einem Behältnis um. Und ich hoffe einfach mal, dass mit Schmiede das komplette Gebiet hier gemeint ist und nicht der Schmiederaum selber. Was ein bisschen komisch ist, aber gut. Da hinten waren die Höhlen, da ist auch nichts. Nö, hier ist es.
Vielleicht sollte das nur so ein Hinweis sein? Also der Schlüssel ist da und da. Und dann geht das Spiel davon ausgehen, dass wir das Ding geholt haben. Das ist komisch. Dieser große Stahlschlüssel gehörte früher einmal Albion. Jetzt sagt mir nicht, wir hatten die ganze Zeit den Schlüssel, aber er hat nicht funktioniert. Solange bis der Geist nicht sagt, wo er war. Das ist auch ein interessantes Konzept. Dinge funktionieren nur, wenn man weiß, wo sie herkommen. Okay, nächster Versuch. Wir werden die Treppe hier noch glatt trampeln. Kein Wunder, dass die Maschine kaputt gegangen ist. Die Abenteurer müssten im Hoch wieder runterlaufen. Das Ding soll die Schmiede. Das ist keine Schmiede. Das ist ein Schmelzofen. Das ist ein sehr großer Unterschied. Das eine macht Metall heiß, in dem anderen bearbeitet man. Ganz ruhig, ganz ruhig. Die Zillebrandenklinge. 1D8 plus 4. Plus 4 Klinge. Diese wunderschöne Axt wurde in kunstvoller Handarbeit von Brias Silberhand angefertigt, einem Meister seiner Kunst und frommen Gläubigen des Moradin. Brias schuf die Waffe, um die Vollendung eines glanzvollen Denkmals für seinen Gott, dem Vater der zwergischen Rasse, zu feiern. Er legte sie als Denkmal für den Fall, dass ein Held sie eines Tages brauchte, um Dorntief zu befreien. Hier kommt unser Held. Dreck. Kommt zur Axtsammlung. Okay. Jetzt haben wir den Schlüssel. Jetzt können wir zur Tür. Lauter Missverständnis hier bei den Zwergen. Kein Wunder, dass sie sich mit den Elfen so angefeindet haben. Wenn die jedes Wort irgendwie falsch auslegen. Ach, geh mal da zu dem Schmiedeschmelz. Komisch Ding und hol das Ding und das andere Ding da zu finden. Zwergengeister. Der Leichnam kann jetzt nicht wiederkommen, also sollten wir gut durch. Und da geht es jetzt. Was? Was tun wir? Ah, das Portal ist anscheinend aktiv. Und jetzt, wo die Tür offen ist, obwohl sie es nicht ist, weil wir den Schlüssel noch haben, kommen die Untoten durch. Noch mehr Zwergengeister-Logik. Und die sind keine Gefahr. Bronzewächter. Ja, die Geschosse bringen hier gerade nichts. Könnt ihr euch den aufsparen? Oh, Dürre kriegt ganz schön auf die Nase. Ja, volle Heilung ist schon was Schönes. Nicht mit rausschlagen, danke. Und ich denke, ich kann bei ihr auch mal die gute Munition rausholen. Sonst werden wir die nie benutzen. In den Rucksack. So. Erstmal die plus 1 Pfeile. Ja, bei dem ist nicht unbedingt, da stehst du gerade so schön. Aber ne, allgemein. So, also zur Tür. Und Schutz gegen Böses. Ha. Indem die Gruppe sich ihren Weg durch die Oroks in den oberen Kammern kämpfte, drang sie immer tiefer in das Innere der Zwergenfestung vor. Langsam gingen die grob gehauenen Gänge nicht mehr durch Stein, sondern durch Eis, so als ob den Zwergen der Platz im Berg nicht ausgereicht hätte und sie in den benachbarten Gletscher vorgedrungen wären. Eisige Windböen fegten durch den Stollen, der sich durch den Gletscher und heraus auf die gefrorene Erdoberfläche wand.
Wir gehen jetzt raus. Oh, ja. Sehr, sehr kalt. Und warum sind hier Zivilisten? Ich denke mal, bei denen, da müssen wir gleich mit Feuer ein wenig nachhelfen. Die Eistrolle sind eben gerade so gestorben, ohne dass wir da Feuer anlegen mussten. Kann aber auch daran liegen, dass Tirik einfach alle total zerschmettert hat. Dass er nichts mehr regenerieren konnte. Ja, jetzt du. Feuer. Und schön mal wieder die Sonne zu sehen. Oh, das ist eher was für dich. Ding, 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 ding. So. Noch mehr von euch, aber keinerlei Hinweise, was es mit den Bauern hier auf sich hat. Hm. Das kommt schon mal weg. Könnte das noch einfacher theoretisch machen mit Feuerpfeilen. Dann muss ich hin und her wechseln und ich sehe mich dann schon den ersten Gegner mit Feuerpfeilen angreifen, obwohl ich eigentlich was anderes aufbewahren will. Ich sehe schon, okay. Können wir jetzt eine Verlösung nehmen. Jetzt kommen noch bestimmt auch gleich Eisriesen, oder? Ich meine, so fing unsere Reise ja auch an, dass wir von denen überfallen wurden. Sie haben ja für die Lawine gesorgt. Nicht darunter gehen. Ich will warten, bis die kommen. Hey, Tirik. Du läufst in eine Falle, Tirik. Und das sieht halt nach einer guten Stelle aus für Eisriesen. Du wechselst jetzt mal auf die Pfeile. Und wir sind wieder zurück. Die werden jetzt zerstückelt. Ja. Das lag nicht an Tirik. Es liegt einfach nur daran, dass die aus Eis sind und deswegen leichter zerschlagen werden können. Warum haben die alle so viel Schmuck dabei? Also Edelsteine. Stecken die im Eis fest oder wie? Wir sollten mal ein sehr großes Feuer machen und einfach alle Edelsteine einsammeln. Das klingt sehr gut. Heil bitte den kleinen Mann. Und heil du auch den kleinen Mann. Gut, und jetzt kommen wir weiter. Und wir folgen der Spur aus Leichen. Was kein gutes Zeichen ist. Gefährlich aussehende Hängebrüche, die anscheinend aber runter. Nee, die ist nicht runtergefallen. Warum können wir denn da nicht rüber? Die Brücke ist in einem schlechten Zustand und könnte einstürzen. Ihr könnt sie nicht überqueren. Die hier sieht stabil aus. Was haben wir da oben noch? Warum sind das zwei Brücken, die zur selben Stelle führen? Das ist komisch. Gucken wir mal, ob da eine Falle ist. Ich meine, hier draußen ist es eigentlich unwahrscheinlich. Durch die ganzen Witterungen ist es schwer, dass eine Falle auch das tut, was sie tun soll. Ah, das ist mir irgendwie zu verdächtig mit den zwei Wegen hier. Nö, das ist alles okay. Gut, dann alle zusammen rüber. Das hier sieht wie das Gebäude aus, wo wir hin sollen. Hm? Ah, kein Riese. Nur nett. Schmetter. Ha,
Aha, also wir könnten da rein. Aber wo geht's denn hier lang weiter? Einfach nur weiter raus in die Eisöde. Das müsste ja nicht unbedingt sein.